Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ah, hier ist der Schatz drin, da bin ich also dann vorbeigewetzt. Den kann ich nur aufheben, gut. Schnell hier hin. Da oben war einer. Hat geklappt. Ah, Mann. So, haben wir noch was? Den Erdschatz haben wir jedenfalls. Hier sind aber noch viele Leute. Oh, was ist denn jetzt mit der Nase los? Ich will nicht aufhören, das macht Spaß. Ich hab's auch vermisst. Ich hab Origins gesuchtet. Ja, es ist ja auch noch lange nicht vorbei, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Das läuft noch ein ganzes Weilchen. Weil ich da ja auch so sehr viele Folgen habe. Ich steuere hier mal an ihm vorbei. Aber hier geht's. Hier kann man mich nicht sehen von der Seite. Du isst da gerade was? Oder was machst du da? Ah, da kriegt einer rum. Kommt der wieder her? Nee, der kommt hier nicht her. Ach. Ja. Nein, da hat nix. Oh, da ist der. Da ist ein Boss. Guckt er in meine Richtung? Oder nicht? Ah, ich habe nicht richtig geguckt. Ah, bevor er... Geh doch runter! Verstehe ich nicht. In der Zwischenzeit kann man doch locker entdeckt werden. Bing, bing. Ah, hier. Das Bing nehme ich gern. Das, da oben, da oben, da oben, da oben. Was war das? Nase. Was, wie sieht's eigentlich aus hier? Kriegsvorräte Befehlshaber ausschalten. Den da vielleicht? Ich bin aber echt mutig. Was hast du hier zu suchen? Was denn? Ist der blind? Da ist noch einer. Da auch. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht so einfach durchrutsche. Jetzt gehen wir erstmal hier rein, den Schatz holen. So. Und dann gehen wir hier hinten hin. Machen alles kaputt. Hier ist auch noch irgendwo was. Hier ist noch mehr. Ist da wieder eingebaut. Naja, was soll's. Holz ist gut. Und weg. Drüben ist noch einer, habe ich gerade gesehen. Geh mal hier ins Zelt. Den hatte ich noch nicht.
Der andere geht da lang und da geht einer lang. Gut. Ach, der trägt die Toten. Wir kriegen das schon hin. Die sind jetzt beide alarmiert. Mist. Ah nein, warum? Warum tue ich das immer wieder? Wer pfeift denn da? Gar keiner. Die Pfeife! So, zwei Mann sind nur noch. Gut. Hier hinten beim Schiff war ja niemand. Bing, 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 bing. Da. Jo. Ich hab noch nicht genug. Naja, nun gut, jetzt habe ich ja auch da beim letzten Mal ein bisschen mehr ausgegeben. Und die Fackel. Die Fackel. Und hauen. Und weggehen. Und umstellen. So, da sind sie, die beiden. Wir haben es bald geschafft. Und da muss ich noch die Gefangenen befreien und den einen Schatz da finden. Hier nicht ein Bogen. Da war nicht mehr viel übrig. Elite-Gegner. Ah, siehst du? Dann den Kriegsvorrat hier noch verbrennen und die Gefangenen befreien. Hier haben wir den Vorrat drin. Haben wir den hier drin? Haben wir den hier? Ja, hier haben wir den. Geht aus, verdammte Flammen, geht aus! Genau das habe ich befürchtet. Ja, ist gut. Hauptsache, meine Gefangenen werden jetzt hier nicht verbrannt. Das wird noch fehlen. So, da gehen wir auch gleich mal gucken nachher. Jetzt muss ich bloß noch... Hier ist nichts. Nicht, dass wieder so ein Söldner kommt. Aber gleich habe ich es. Gleich haben wir es überstanden. Nur noch er. Hops! Jawohl. Der hat auch nichts. Hier ist ein Schätzchen. So, jetzt muss ich nur noch die Gefangenen befreien, ne? Gut. So, Freunde. Aber nicht hauen. Aber das sind ja meine Leute, also die Spartianer. So, damit haben wir das erledigt. Den Hafen von Nisaia. Nisaia, genau. 405 Punkte. Na gut. Besser als gar keine Punkte. Jetzt will ich wissen, was das da oben bedeutet. Meine enttäuschte Liebe. Weil der doofe Typ, der 50er mit seinem ollen Bären sich da einmischt. Oder einmischen musste. Da geht schon wieder so. Ist das schon wieder so einer oder ist das ein normaler? Huch. Was ist das hier? Kann ich da raufklettern? Ja. Hm. Und sie liegt da jetzt immer noch. Und ich kann nichts machen. Und warum liegt sie draußen und nicht im Haus? Soll das einer verstehen? Ich kann das nicht verstehen. Hier ist auch noch eine Aufgabe. Aha.
Wir haben aber keine Schnellreise hier hinten hin, ne? Sowas gibt's hier nicht. Schatz plündern. Kann man hier eine Schnellreise hinmachen? Schnell speichern? Nee. Warum? Warum geht das hier bei Palgai? Nee. Wenn ich eine Schnellreise habe, dann steht das da. Ich kann zum Schiff eine Schnellreise machen. Ja. Super. Hier ist auch noch eine Aufgabe. Feuer und Sparta. Ja. Da muss ich dann wohl dahin, ne? Nehmen wir das Pferd. So, dann reiten wir da mal hin. Dass sie den da liegen lassen, verstehe ich nicht. So, Inventar durchgucken. Hier noch was Schöneres gekriegt? Nein, 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 nein. Da haben wir so ein verbogenes Ding gekriegt. Einen neuen Bocken. Hier können wir noch ein paar Bögen versetzen. Das können wir verkaufen. Das wird auch nicht angezeigt. Hier ist noch ein Helm. Aber ich denke, wir sind mit unseren jetzt gut bedient. Oh. Episch. Beschlagene Armschienen. 34. Rüstung. 35. 38. Mal gucken, was passiert, wenn man die auf ein Level anhebt. 70 Rüstung hat er hier auch. 4% aber Schaden. Ja, na gut, 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 gut. So. Schmied. Da. Konnte ich mich mit dem eben unterhalten? Das sah so komisch aus. Ah, die Nase bringt mich um. Schneid sie ab. Bitte, sofort. Wo hatten wir das Ding? Das hier, ne? Das will ich aber nicht verkaufen. Moment. 41, 54. Schleier gewöhnlich. Ah, ich habe ganz viele Bögen, fällt mir gerade auf. Gleiche vor allen Dingen. 138, 138, 138. Da reicht einer. So, Reflexbogen. Schlangenbogen. Verzierter Bogen. So, verbessern. Da, das Ding wollte ich verbessern. Was kostet das? Haben wir alles. 39 Rüstung, siehst du? Aber die Sachen, die ich anhab, sind alle schon auf meinem Level. Deswegen ist hier nichts. Jetzt können wir die noch gravieren. Wenn ich sie wiederfinde, da. Ein Slot. Wir haben Nahkampf, Fernkampf und Attentat. So, und dann nochmal 6% Rüstung. Entschuldigung. Hier. Inventar. Da bei den Armen war das, ne? Hier. Naja, Kriegerschaden geht runter. Gesundheit geht runter. Attentat, Nahkampf, Fernkampf, Gesamtrüstungswert. Vielleicht hätte ich da gar nicht Rüstung gravieren sollen. Vielleicht hätte ich da Kriegerschaden, wenn das geht. Wir gucken nochmal. Das wäre schlauer, glaube ich. Denn der Rüstungswert ist ja eigentlich schon höher. Haben wir denn Kriegerschaden? 2%. Bitte.
Sag, wonach dein Herz verlangt. So, was passiert jetzt? Kriegerschaden ist ein bisschen mehr. Na gut, wir lassen es mal so. So, weiter geht's. Ich wollte zu ihm, ne? Da ist mein Pferd. Ja, steck mal den Kopf in die Tür. Das geht gut. Ich hätte gerne noch die Truhe da, aber das kann ich mir nicht erlauben. Ich will nicht gehauen werden. Ich habe Angst. Ich bin ein friedfertiger Söldner. Das kriegt ja jeder mit. Hallo. Jetzt sind wir aber gleich durch den Ort. Hallo, Bock. Das ist also das Gesicht des Kriegers. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählt. Wir haben den Staatsführer. Ach so, da machen wir eine Schlacht. Soweit ich weiß. Ah, ich hab den Baum gehauen. Und auf geht's. Was ist hier los? Hey. Ah. Hey, das kann ich auch. Warum? Da bin ich. Ich sehe mich gar nicht mehr. Den Pfeil wollte ich. Warte. Hier ist ja gar nichts. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Oh, ich stehe doch davor. Ist das wieder so ein olles Lager? Der Hund macht hier auch eine komische Figur. Hauen wir ab. Bevor ich noch mehr dummes Zeug mache. So, bevor ich jetzt zu dem hingehe und hier eine Schlacht beginnt. Was war denn das hier? Letzte Anstrengung? Empfohlene Stufe ist, melde dich bei Stentor. Ach, das ist das? Ach so, na, dann ist ja gut. Das ist noch nicht das, was ich meine. Der Söldner Hyrkanos ist tot. Sparta dankt dir, Söldner. Und was ist mit der Belohnung? Ich habe dir keinen Auftrag erteilt. Du hast aus eigenem Antrieb gehandelt. Doch sei versichert, dass Sparta dir dankbar ist. Toll. Lass die mal machen. Oh, das ist schön. Auch eine neue Gravur freigeschalten. Ach, jetzt kann ich den nehmen. Na. Bleib erstmal noch bei meinen, glaube ich. Was haben wir hier noch? Ein Speer, rufe einen deiner Bootsleute. Nein. Was ist das? Oh. Ah, Feuer. 30% mehr Rüstung. Im Moment komme ich aber gut klar, aber das ist schön. Wir suchen uns eine andere Geschichte. Die möchte ich noch nicht tun. Denn lieber die. Maritim, Feuer, Sparte, Verkaufe.
Athenas Schwert ja bisher nur von weicher Hand geführt. Komm schon. Na gut. Wohin so eilig? Ich reite hier nur lang. Ich hab zu tun. Beten und meditieren alle sehr viel. Vorsicht, Vorsicht. Wir müssten gleich da sein, ne? So, mit dem sollen wir sprechen. Ah, das schaffen wir noch. Halte dich an mich, dann siehst du, wozu ein echter Mann fähig ist. Verstanden. Man erzählt. Sprich mit dem spartanischen Soldaten. Du hast eine Nachricht hinterlassen. Was ist passiert? Diese Athener sind eine Schande für das Land. Sag, was willst du dagegen unternehmen? Ich habe ihre Lager ausgekundschaftet, ihre Schiffe, ihre Vorräte, selbst ihre oberen Ränge. Ich würde alles niederbrennen, wenn ich könnte, aber ich kann meine Stellung nicht gefährden. Dann muss ich die Flotte der Athener versenken? Alle Schiffe müssen versenkt werden. Und zwar jedes einzelne. Gut, ich bin dabei. Bitte erledige das. Die Götter seien mit dir. Warum macht er das nicht selbst? Blödmann. Das ist unser Schiff. Wo müssen wir da hin? Schiffsdock? Arbeitsunfall? Aha, die kenne ich schon. Wo soll ich das machen? Wartet mal. Die letzte Anstrengung. Belagerte Banditen. Kopfgeld für Handelsschiffe. Nein, 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 nein. Handelsrouten beschützen. Ich sollte die Schiffe. Belagerte Banditen. Ich verstehe es jetzt wieder nicht, aber... Naja... Gehen wir erstmal zu ihm hier. Ich werde mir das mal ein bisschen größer machen. So, da. Ob da wieder neue Dinge kommen? Zerstöre Athener Schiffe, da oben steht's doch. Feuer für Sparta. Ich soll einfach Schiffe, Athener Schiffe zerstören. Aha. Nur mal gucken, da liegen ja welche im Hafen. Glaube ich, oder? Sind das Athener-Schiffe? Nee, die haben blaue Segel, ne? Ella! Das ist so eine Daueraufgabe, nehme ich mal an. Und hier komme ich bestimmt auf mein Schiff zurück. Brauchst du irgendetwas, Fremder? Du! Hallo, du Freund! Du segelst mit Barnabas an Bord der Adrastea. Woher weißt du das, Fremder? Du hast anders ausgesehen beim letzten Mal. Einst stand ich an seiner Seite, bis mir ein dreckiger Pirat seine Klinge in den Rücken stieß. Jetzt kann ich kaum aufrecht stehen. Ich wurde durch dich ersetzt. Tut mir leid, von deiner Verletzung zu hören. Ich wusste nicht, dass ich jemandes Platz einnehme. Das Schlimmste ist, dass ich immer davon geträumt habe, mit meinem Sohn zu segeln. Aber wegen meines Rückens kann ich nicht einmal genug Holz sammeln, um ihm eine einfache Feluke zu bauen. Das heißt also, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme würde helfen. Also gut, bitteschön. So, habe ich letztes Mal auch gemacht, da sah er aber anders aus. Was ist das hier? Aha, seht ihr, hier kann ich mein Schiff rufen. So. Denn ist hier nicht mehr viel, ne? Die letzte Anstrengung.
Das Gebiet ist auch schon blau. Das ist spartanisch. 9 von 9. Das kommt mir spartanisch vor. Und hier ist... Warum rennt da so ein 50er rum? So ein... Da. 30. Na gut, die Dorothea. Ja, dann werde ich da mal wohl hin, ne? Feuer für Sparta heißt die Quest. Die habe ich hier aber nicht gesehen. Da ist sie doch. Ich bin so blöd. Zerstöre 5 Athener Schiffe. Allein hinter dem Feind konnten sie allerdings nicht immer etwas unternehmen. Gut, wir machen das hier. Melde dich bei Stentor. Wir haben aber gerade so die empfohlenen Stufen auch immer, ne? Es ist wirklich essentiell, dass... Was bist du? Oh. Entschuldigung, ich wollte nur gucken, was ich... Nein, mache ich nicht. Das sind Athener-Schiffe, die sind rot. Und die spartanischen sind... die sind blau. Und die spartanischen sind rot. Da ist hier irgendwo... Wo ist mein Freund? Freund, wo bist du? Ich suche dich in der nächsten Folge. Denn, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, da oben ist er.